Hallo liebe Phoenix-Freunde, ich bin Christina Schmackei. Ich habe einen Käseladen in Solingen, liegt zwischen Düsseldorf und Köln, da wo wir gerade auf dem Weg hin sind. Ich freue mich heute, euch das Thema Käserinde ein bisschen näher zu bringen. Es ist ja ständig Thema, darf ich die Rinde essen oder darf ich die Rinde nicht essen? Und ich habe euch heute eine kleine Auswahl mitgebracht von Sachen, die es so gibt, die so alltäglich sind, und zeige euch jetzt ein bisschen was, wie man als, ich sag's mal, Otto-Normalverbraucher ein bisschen mehr durch die Käserinde-Welt durchsteigt. Wir starten ganz einfach mit einem Bergkäse. Das ist das typische Ding, eine salzgeschmierte Rinde. Das ist ein bisschen klebrig von der Struktur her und dient dazu, warum hat der Käse eine Rinde? Dient einfach zum Schutz. Also wenn die Milch in den Kessel kommt, der Käse produziert wird, das haben wir eine ganz weiche Masse. Und sobald er dann im Käsekeller liegt und anfängt zu reifen, versucht der Käse, sein Inneres zu schützen. Und durch diesen Schutz bildet er eine Käserinde. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Also wir haben zum einen rotgeschmierte Rinden, wir haben salzgeschmierte Rinden, wir haben Weißschimmelrinden, das, was ja viele oft oder was am gängigsten ist, was man gerne mag. Dann haben wir diese salzgeschmierten Naturrinden. Und dann ist ja oft das Thema, kann ich es essen oder kann ich es nicht essen? Warum kann ich es nicht essen? Ist, die Franzosen sagen ja immer, alles abschneiden. Ich sage immer, wenn es schmeckt, kann man die Rinde einfach mitessen. Warum sollte man die Rinde nicht mitessen? Es gibt Käsesorten, die sind mit einem sogenannten Schimmelhemmstoff behandelt, wie Natamycin. Das ist das Problem, warum man bei manchen Käsesorten die Rinde nicht mitessen sollte, weil dieser Stoff einfach nicht so gut verträglich ist. Er dafür sorgt, dass eine bestimmte Schimmelkultur sich nicht auf der Käserinde bildet. Aber bei diesen Naturrinden, salzgeschmierte Rinde, Brotschmierrinde, eine andere Salzlake oder wenn es affiniert ist, wie hier bei diesem mit Espresso, wenn man eine Weißschmierrinde hat, kann man die Rinden unbedenklicherweise mitessen. Sie haben ein ganz eigenes Aroma. Sie geben dem Käse noch eine ganz andere Richtung und einen ganz anderen Pfiff. Und je nachdem, wie intensiv man es mag, ist es auch immer gut, die Rinde mitzuessen, weil die nochmal so das gewisse Etwas am Gaumen verleiht. Ich freue mich, dass wir den Gästen auf der MS Anna Katharina heute Abend beim Gala-Menü 6 wundervolle Käsesorten präsentieren können, die einen kleinen Querschnitt durch die Käsewelt zeigen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.